Vor 200 Millionen Jahren, als noch Dinosaurier unseren Planeten bevölkert haben, war das Gebiet der heutigen Glasenbachklamm noch von einem tropischen Meer bedeckt. Unzählige Millionen Jahre lange Gesteinsablagerungen, klimatische Veränderungen und Plattenverschiebungen, die vom Jura über die Kreide- und Eiszeit bis heute gedauert haben, haben die Glasenbachklamm zu dem gemacht, was sie heute ist. Ein einzigartiges Naherholungsgebiet mit einer langen Geschichte. Es gibt nichts, was nicht besonders wäre. Man muss nur den Blick dafür haben. Und die Glasenbachklamm ist, die übrigens keine Klamm ist, sondern ein Kerbtal mit schluchtartigen Strecken, hat eine Besonderheit, weil hier der Jura vollständig aufgeschlossen ist, und zwar der Jura in einer Beckenfazies. Weil in Adnet, weit im Süden, haben wir dafür eine Schwellenfazies, wo der Jura etwas lückenhaft ist und nicht so mächtig entwickelt wie hier. Noch heute gibt es Fossilien in der Klamm. Ein besonderes Relikt aus dieser Zeit ist der Ichthyosaurus, ein Fischsaurier, dessen Überreste in der Glasenbachklamm gefunden wurden. Ein Abbild davon gibt es jetzt am neu errichteten Urzeit- und Geoschauweg, der in Zusammenarbeit mit Schülern der HTL Hallein entstanden ist. Also der Anfang hat es mit Ton, da ist das Ganze modelliert worden und nachher ist eine Negativform gemacht worden aus Gips und nachher ist das Ganze gegossen worden in Beton, also Tonerde, Schmelzzement. Und nachher härtet das aus, nachher schlägt man die Negativform herunter und dann ist das rausgekommen. Insgesamt 12 Skulpturen zieren den neuen Schauweg durch die Klamm. Jede Figur ist in ihrer Form einzigartig, ein Unikat und soll den Besuchern ein Stück Urzeitwissen vermitteln. Es gibt 12 Stationen. Also Beginn ist gleich beim Eingang von der Glasenbachklamm. Jede Station ist mit einer Informationstafel ausgestattet. Auf der befindet sich auch ein QR-Code, den man abrufen kann, wo es dann sogar noch nähere Informationen zur Glasenbachklamm gibt. Und so ist es eigentlich für jeden mehr ein Erlebnis, wenn er durchgeht, weil er sieht am Plan, aha, was ist die nächste Station. Und so ist auch für die Kinder das Ganze aufgelockerter zum Durchgehen. Ein besonderer Blickfang ist der aus Stahl gefertigte Säbelzahntiger. In mühevoller Handarbeit hat Jakob Dobeitz unzählige Stahlstangen zusammengeschweißt, um sein Kunstwerk in Form zu bringen. Der Tiger hat eine gewisse Dynamik, er hat eine Bewegung drin und das macht es interessant. Und zudem löst sich der Tiger nur nach hinten auf, wo sich die Bewegung nach vorne ein wenig steigert. Und so wirkt das Ganze ziemlich interessant. Schön anzusehen sind die Skulpturen allemal. Aber kommt das Wissen, das sie vermitteln sollen, auch an? Wir haben die Schüler getestet. Ja, zuerst war es eine Echse und das hat sich dann mehr und mehr sozusagen dem Leben im Wasser angepasst. Also zuerst im Seichengewässer und nachher schon mehr ins offene Meer und ja, und hat dann Flossen gekriegt statt Füße und ja, aber zum Auftauchen muss er immer noch in die Luft und er hat sich dann auch angepasst, dass er nicht mehr Eier legt, sondern dass er dann im Wasser gebärt und so. Ein bisschen was weiß ich schon. Zum Beispiel, dass er da nicht in der Klamm war, aber ich habe mir gedacht, er passt einfach so super daher und das ist eine super Werbung, das ist super. Das finden auch wir. Der Tiger scheint sich in der Klamm sichtlich wohl zu fühlen. Genauso wie die Besucher, die Glasenbachklamm regelmäßig für Ausflüge nutzen. Ja, es ist ein Naherholungsgebiet. Die Glasenbachklamm ist eine Attraktion, ein Wanderweg, vor allem auch für die Stadt Salzburger. Wir sind eigentlich Naherholungsgebiet. Wir sind ja keine typische Tourismusgemeinde. Da kommen sehr, sehr viele Menschen zu uns und aufgrund der heute eröffneten Attraktion kommen dann vielleicht noch mehr. Wer sich in die Zeit der Dinosaurier zurückversetzen, die Natur genießen und dabei noch das eine oder andere Wissenswerte lernen möchte, für den ist ein Ausflug in die Glasenbachklamm ein Muss. Und wer weiß, vielleicht entdeckt man auch noch das eine oder andere Urzeitrelikt.